gültig der Anschluss an die Weltspitze gefunden zu sein. Und dies die letzten 450 Meter im 10.000 Meter Finale der Männer. In Führung geht der Titelverteidiger Detlef Uhlemann aus Bonn. Dahinter Karl Fleschen aus Leverkusen und aus dem Hintergrund Frank Zimmermann vom SCC Berlin. Die große Überraschung in diesem Rennen. Frank Zimmermann im letzten Jahr verletzt, eine Leistenoperation in diesem Jahr offensichtlich ganz groß da. Frank Zimmermann vor Karl Fleschen, Detlef Uhlemann zurückgefallen und Fleschen greift an. Geht vorbei, ein Rennen, das von der Zeit her nicht die Erwartungen entsprach. Die 5000 Meter Zwischenzeit, 14 Minuten, 27 Sekunden, zu langsam. Aber hier geht es nicht um die Zeit, hier geht es um den Sieg und um den deutschen Meistertitel. Noch 100 Meter, Karl Fleschen und Frank Zimmermann versucht, an dem Leverkusener dran zu bleiben. Karl Fleschen ist der beste Sprinter. Er wird deutscher Meister über 10.000 Meter 1978 in 28 Minuten 39 Sekunden und 43 Hundertstel. Zweiter Frank Zimmermann aus Berlin, dritter Hans-Jürgen Ortmann, vierter dann der Titelverteidiger Detlef Uhlemann, fünfter Wolf-Dieter Poschmann. Die guten, die Weltklasse-Leistungen auf den Langstrecken wird es erst im Juni und Juli bei den großen Veranstaltungen in Skandinavien geben. Ja, hier haben wir die Namen, zunächst die ersten von 15 Läufern, die das Finale über 5000 Meter bestreiten. Der Favorit, Karl Fleschen oder vielleicht der Berliner Frank Zimmermann, wer weiß es. Mit Sicherheit nicht zu unterschätzen, Christoph Herrle aus Fürth, Edmundo Warnke, sein Clubkamerad, der Chilene und dann Detlef Uhlemann, aber der natürlich über 10.000 stärker ist. Auf jeden Fall kann man ein interessantes Rennen erwarten, wie sich Ortmann aus Webach und Ingo Sensburg der Berliner schlagen, bleibt abzuwarten. Im Einzelnen werden wir auf die Läufer kommen im Verlauf des Rennens. Die Startnummer von Karl Fleschen, der mit Sicherheit am Anfang noch sich im zweiten Teil des Feldes aufhalten wird und gar nicht so sehr die Pace macht, die kann ich Ihnen dann gleich einmal geben. Ah, Fleschen ist da vorne, hat die 132. Naja, er lässt die anderen jetzt einmal nach vorne gehen. Er hat es also absolut nicht eilig, die Fahrt zu machen. Und er straft mich natürlich lügen, der gute Karl Fleschen. Er lässt sich zurückfallen, geht außen vorbei und geht in Führung. Da muss ich mich mit ihm drüber unterhalten, was das soll, wenn ich sage, er will nicht führen, dass er es dann doch tut. Aber er hat natürlich seinen taktischen Plan und der gilt und dem habe ich mich zu fügen. Christoph Herrle ist Zweiter im Augenblick. Wir wollen mal abwarten, wie die Zwischenzeiten sind, wie das Tempo läuft. Auf jeden Fall führt Karl Fleschen. Uhlemann sehe ich so an etwa 8. Stelle. Er lässt sich durchaus noch Zeit. Fleschen vor Herrle. Und Frank Zimmermann aus Berlin an 3. Stelle. Dann kommt Ortmann, Uhlemann. Da haben wir also schon die Kameraden beieinander, die für den Sieg in Frage kommen. Edmundo Warnke mit der Nummer 917 sitzt jetzt an 1, 2, 3, 4, 5. Stelle. Und da sind eigentlich alle schon versammelt, die favorisiert sind in diesem Lauf. Christoph Herrle aus Fürth führt, dahinter Fleschen, dann Zimmermann der Berliner, Ortmann vom VfL Webach, schwarzes Trikot, gelbe Mütze, Uhlemann Bonn, Edmundo Warnke Fürth, das sind die ersten 6 Läufer. Wenn die Läufer ins Ziel kommen, sind die ersten 1000 Meter zurückgelegt, aber das Tempo ist nicht allzu schnell. Sportkopf Charlottenburg, Berlin.
Fleschen, Herle, Zimmermann, Wernke, Ortmann, Uhlemann, Ingo Sensburg. Das ist die Reihenfolge. Ulrich Stöttl aus Passau war der Läufer, der hinter Ingo Sensburg durchs Ziel kam. Und Helmut Schreiber vom USC Mainz. Fünfter Durchgang Speerwurf. 84,40, seine beste Weite bisher. Zweiter Platz und keine Verbesserung. Er macht den Wurf ungültig am Abwurf. Er lag weit unter 75 Metern. Unveränderte Situation im 5000 Meter Lauf. Das Rennen nicht allzu schnell. Und wenn die Läufer da oben durch sind, in der Zielkurve, dann wird mit Sicherheit Michael Wetzing werfen. Christoph Herle geht in Führung. Und Karl Fleschen wird das Tempo mit Sicherheit nicht allzu schnell machen. Er ist ja wohl, was seine jüngste 1500 Meter Zeit vor ein paar Tagen beweist, der sportkräftigste im Feld. Jetzt führt Frank Zimmermann. Aber Michael Wessing erscheint im Augenblick, weiß Gott, wichtiger, denn die 5000 Meter Läufer haben noch einiges zurückzulegen. Wessing, fünfter Versuch. Ja, das war nicht so weit wie die bisherigen Würfe, vor allem nicht so weit wie jener, der weiter als 87 Meter ging. Ja, der Stemmschritt konnte nicht gehalten werden. Er rutschte auch ein bisschen nach vorn. Und alles in allem schien mir der Wurf zu weit angesetzt, der Speer zu weit von hinten vorgezogen. Zurück von den 5000 Meter Läufern. Herle, Zimmermann, Fleschen, Wernke, Uhlemann, Ortmann, Sensburg. Das sind die ersten Namen. Da hat sich dann inzwischen noch Dirk Sander aus Detmold dazugesellt. Acht Läufer, neun Läufer an der Spitze, dahinter ist es schon abgerissen. Aber diese Gruppe wird mit Sicherheit sich auch noch in Einzelgrüppchen aufteilen. Jetzt wollen wir auf die 2000 Meter Zwischenzeit warten. Die liegt bei 5,26,9. Ja, 5,26,86. Wenn man mal zugrunde legt, Zwischenzeiten, die auf eine Endzeit von etwa 13,15, 13,17 hindeuten würden, dann ist das etwa 4 bis 6 Sekunden langsamer. Also nicht allzu schnell. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das Tempo jetzt auf dem dritten oder vierten Kilometer schneller werden wird, zumal sich Detlef Uhlemann an die Spitze gesetzt hat. Denn dem kann die Sache gar nicht so recht sein mit einem langsamen Tempo. Er ist im Sport am Ende mit Sicherheit einem Karl Fleschen oder einem Frank Zimmermann nicht gewachsen. Uhlemann jetzt vor Herle. Dann Edmundo Wernke, Frank Zimmermann, da haben wir Uhlemann, Herle und Wernke. Jetzt Zimmermann, an fünfter Stelle Fleschen, dann Ortmann, Sensburg, Dirk Sander aus Lage. Und das ist Jochen Ferschl in seinem letzten Versuch, dem letzten Sprung in der Konkurrenz überhaupt, im Weitsprung, gültig. Unveränderte Situation bisher, 7,82 Meter die Führung für Jochen Ferschl, vor Winfried Klepsch, 7,80 Meter der Wattenscheider und Jens Kniphals aus Wolfsburg mit 7,70 Meter an dritter Stelle. ...7,72 zum Abschluss noch einmal ein guter Sprung für Jochen Ferschl,
den alten und neuen deutschen Meister, 77 und 78, also Weitsprungmeister Jochen Ferschel, VfB Stuttgart. Das ist eine abgeschlagene Gruppe im 5000 Meter Lauf, die doch etwa 50, 60 Meter schon zurückliegt. Günter Kohl aus Föhringen führt diese Gruppe an. Aber Edmundo Warnke an der Spitze der Neunergruppe, die in Führung ist. 8:12, die 3000 Meter Zwischenzeit. Das sind uns schon etwa 15 Sekunden über einem Marschplan, der auf 8:15, 8:17 hindeuten würde. Also eine Endzeit von etwa 8:30, 13:30, 13:35 scheint da herauszukommen. Frank Zimmermann, der Berliner, Fleschen Leverkusen, Warnke und Herle aus Fürth. Das sind die ersten vier. Zimmermann hat verschärft. Fleschen hat ja in diesem Jahr auch zwischendurch eine Schwächephase gehabt, wo er ganz schwach lief, sich dann aber wieder im Training verbessern können, zuletzt eine gute 1500 Meter Zeit vorgelegt. Frank Zimmermann, der Führende, überraschte durch sehr gute 3000 Meter Zeit in diesem Jahr. Zimmermann vor Fleschen, Herle, Uhlemann. Ja, die Zuschauer waren eben einen Moment nicht ganz zufrieden mit dem Tempo. Sie wollen mehr an Tempo, an Schnelligkeit. Aber die Läufer haben ihr Konzept und Fleschen ist mit Sicherheit in diesem Lauf, wo es um die Meisterschaft geht, nicht interessiert, eine mörderische Parforce-Jagd vorzulegen. Zimmermann mit der 280, Fleschen dahinter. Christoph Herle, der hochgewachsene Läufer aus Fürth. Und Uhlemann an vierter Stelle und dann reißt es etwas ab zu Sensburg, Ortmann und Warnke. Eine Vorentscheidung, die vier vorne unter sich. Das Duell Zimmermann gegen Fleschen gab es ja schon einmal bei der Meisterschaft über 10.000 Meter, der ja abgetrennt von diesen deutschen Meisterschaften schon früher stattfand. Wolfermann, es war sein letzter Versuch, keine Verbesserung. Und wenn ich alle Weiten richtig mitbekommen habe, beziehungsweise meine Helfer, dann liegt Wolfermann auf dem dritten Platz mit 78,52. So. Jetzt wird es entscheidend im 5000 Meter Lauf, wenn die Läufer ins Ziel kommen, noch zwei Runden. Das ist Frank Zimmermann vor Detlef Uhlemann, Karl Fleschen, der mir im Moment so aussah, als hätte er ein bisschen Schwierigkeiten. Zurückgefallen Christoph Herle. So, jetzt noch zwei Runden. Das Tempo ist jetzt schneller geworden, als Zimmermann verschärfte. Da hat sich Uhlemann einmal umgeguckt, wie es um Karl Fleschen steht und wer noch dahinter kommt. Aber die drei werden die ersten Plätze belegen. Zimmermann verschärft noch einmal. Fleschen geht mit. Uhlemann Dritter. Ich muss sagen, der 22-jährige Physikstudent aus Berlin, Frank Zimmermann, imponiert durch seine Läufe in diesem Jahr. Wie er hier versucht, so renommierten Leuten wie Uhlemann und vor allem Karl Fleschen Paroli zu bieten, das ist schon was. Er weiß auch um sein Vermögen, er hat gute Rennen dieses Jahr gezeigt. Und nun sind es doch schon so gut 10 Meter, da muss Karl Fleschen erst einmal noch herankommen. Und Zimmermann hat das einzig Richtige gemacht, er hat rechtzeitig genug verschärft, um von Karl Fleschen loszukommen. Letzte Runde. Fleschen Zweiter, Uhlemann Dritter. Oh, und Zimmermann
marschiert vorne weg. Fleschens Rückstand, 20 Meter. Ich glaube nicht, dass Karl Fleschen das noch packen kann. Uhlemann etwa 10 Meter hinter Fleschen an dritter Stelle. Christoph Herrle als Vierter schon 60 Meter zurück. Ochtmann Fünfter. Während Frank Zimmermann dem Ziel zustrebt. Aber Fleschen versucht es noch einmal auf den letzten 150 Metern. Da haben wir Zimmermann. Der Läufer vorne im Bild ist überrundet. Frank Zimmermann aus Berlin, deutscher Meister über 5000 Meter. Karl Fleschen Zweiter, Uhlemann Dritter. Und die Zeit von 13:22,3 ist insgesamt doch noch sehr gut, wenn man bedenkt, wie langsam das Tempo am Anfang war. Aber die Verschärfung von Uhlemann und dann zum Schluss natürlich vor allem die letzten zwei Runden, die unter zwei Minuten gelaufen wurden von Frank Zimmermann. Die letzte Runde, wenn ich es richtig gesehen habe, in 58 Sekunden.